Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Bedrohung Beacht, Adam 9. Sie sitzen in einer geliehenen 380.01-8. Heute werden wir Wagen auf Tempo 200 km/h testen. Aber erstmal fahren wir zum Testgelände. Bitte nach Bazar IFFH fahren und dort den Testleiter zusteigen lassen. Und damit herzlich willkommen zu Train Simulator 2021 und zwar in Train Simulator Rumänien. Und wir sehen hier die 380.01 von Skoda, die an uns verliehen wurde, mit verschiedenen Reisezugwagen hinten dran. Der rumänische Staatsbahn normalerweise zugelassen, wie ihr seht, auf Tempo 160. Und weil demnächst eine neue Schnellfahrstrecke kommt. Jo. Werden wir. Oh, da kommt auch was angeflitzt hier. Hui. Nicht schlecht. Werden wir definitiv diese Wagen auf 200 km/h testen. Dafür haben wir die Genehmigung. Und erstmal würde ich sagen, schalten wir mal die Maschine ein. So. Zack. Dann müssen wir... 4 ist, glaube ich, das Richtige. Führerstand wechseln. Führerstand aktivieren. Federspeicherbremse lösen. Ganz wichtig. So, und jetzt sind wir da. Wir müssen aber das System wechseln. Und zwar... Wo haben wir das System? Das ist das hier, glaube ich. Ah, der Stromabnehmer. Stromabnehmer 2. Das ist schon mal gut. Und zwar müssen wir... Wo habe ich denn das Ding nochmal gewechselt? Und da habe ich doch immer das System gewechselt. Ich weiß es gar nicht. Aha. Puh. Okay, dann muss ich mich gerade mal so ein bisschen durchfitzen. Wir müssen mehrere Male das Betriebssystem umstellen. Und zwar nicht nur einmal über das hier. Weil des Stromabnehmers. Nee, das war was anderes. Menü. Wo war denn das nochmal? Heizung brauchen wir nicht. Was, wo war das denn gewesen? Wo war das denn gewesen? Gottes Willen. Ja, ist das irgendwo versteckt? Ich weiß auch nicht wo. Das ist ja jetzt ungewöhnlich, das ist total toll. Ich mich mal wieder total zum Affen mache. Da gehen wir jedes Mal rein. Wo war das denn? Gottes Willen. Ach, hier war das, glaube ich. Ah, hier. Ja, jetzt. Zwangsbremsung.
Zwangsbremsung, 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 Schön. Zwangsbremsung, 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 Herzlich. Zugbeeinflussung, Gottes Willen. Was für ein Tumult. Stromabnehmer heben. Und natürlich auf 25 kV 50 Hertz geschaltet, wie es die Rumänen auch haben. Wir haben noch kein rumänisches Netz hier. Und die Rumänen fahren ja sowieso mit PZB. Da habe ich ja jetzt echt zum Vollhorst gemacht hier. Genau. Wir haben also hier frei. Und wir fahren jetzt erstmal nach Linie 4, hat er gesagt, oder? Was war da? So, warte mal, war man hier Licht? Licht hatten wir doch angeschaltet, oder? Achso, genau. Da unten war Licht. Ja, und wir fahren also, wie gesagt, jetzt erstmal. Jetzt, wunderbar. Fahren wir hier, fahren wir mal erstmal verschubmäßig. Receiver funktioniert auch. Wunderbar. Receiver funktioniert. Hätten wir die auch getestet. Durch die total schönen engen Weichen hier. Forêt sind wir jetzt, genau. Und wir fahren jetzt, wie gesagt, auf den sogenannten Testring. Na, hier ist noch E-Bremse, das ist sehr cool bei der Lok. Lieber Kurve, die hat er mit 230. Ah ja, also dürfen wir mit 30 jetzt mal ausfahren. Wie gesagt, wir haben halt unseren Versuchszug am Haken. Fahren wir mal mit genüsslichen 30 km/h hier aus. Wie gesagt, in einem anderen Video, wo wir den Goldzug gefahren sind, sieht man die Lok ja schon, wo sie ausgeliehen ist an die CFR. Mit freundlicher Unterstützung der GSD. Und jetzt, wie gesagt, ist sie, wie gesagt, im Versuchsdienst auf den Regen anzutreffen. Das war B. B für Bukarest müsste das sein. Wie gesagt, ich hoffe ja, dass irgendwann mal die Strecke bis Bukarest fertig wird. Hier haben wir immer schöne Ausfahrtfrei mit 40.
Mit 30, Entschuldigung. Sieht wirklich alles verschiedenste Wagen. Und wir haben zwar schon internationale Schlafwagen, die glaube ich 200 Gramm mal zugelassen sind, aber es geht halt auch um die ganz normalen Schnellzugwagen. Das wird getestet für 200 km/h. Wie gesagt, von VW bis zum Testring geht's noch als Zugfahrt. Und dann sind wir zwar auch auf dem Testring eine Zugfahrt, aber unter schweren Bedingungen jetzt nicht. Unter anderen Bedingungen. Da dann nicht der Fahrdienst, sondern der Testleiter sagen und so und. Kurz Traktion geben. Und sowieso weit wieder runter. Noch eine Schutzstrecke. Dann haben wir da vorne wieder 30. Wie gesagt, da vor drüben sieht man schon die Ausläufer des Testrings. Wenn man auf der Karte sieht, wir sollen jetzt hier anhalten. Der Testring ist nicht der, sondern der. Wie gesagt, zum Testring geht es halt Zugfahrt. Zurück zu, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, man geht, wie gesagt, mit dem Wagen schon aus, dass 200 km/h fahren dürfen, aber man muss halt bestimmte Sachen da testen, Laufruhe und so weiter und so fort. Und deswegen fahren wir mit 200 km/h dann hier über den Testring. Wir können leider keine rumänische Lokomotive nehmen, weil
Die schnellste rumänische Lokomotive, die ich kenne, fährt 160. Na, 440 km/h. So, dann sind wir da. Dann müssen wir hier auf das ist es, genau das siehst du hier unten, die schönen beiden Knallköpfe. Und hier Trankschifffahrt auf Speedtest Start C, genau. Und das ist jetzt einfach das. Wir fahren jetzt ohne jegliche Zugsicherung. Fahren wir jetzt deswegen da unten die beiden Hanseln. Damit wir. Sonst würde man bei 160 bei der PZB würde die sagen: Nope, darfst du nicht. Deswegen die. Darf ich nicht? Nee, 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 nee. Der Testmeister hat gesagt, wir dürfen, also fahren wir. Witzig, 2,9 kV, kann gar nicht stimmen. So, wie gesagt, mit der Oberleitung haben sie hier ein bisschen gespart. Für so zwei Gleise, die wirklich überspannt sind. Wir fahren jetzt den Speedtest Start Ziel. Dort sollen wir stehen bleiben. Die Fehler kamen jetzt schon vom Test leider. Werdet gleich sehen, dass der Testring auch gleich verschlossen wird. Zack. Dann gehen wir da vorne anhalten. Genau. Sind wir im Testring? Oh, AFB 200. Jetzt schauen wir mal, was der Test leider sagt. Hier spricht der Testleiter. Testring gesperrt und für Hochgeschwindigkeitsfahrt freigegeben. Bitte beschleunigen Sie hier. Bitte beschleunigen und 3 Runden mit Tempo 200 fahren. Die Zugsicherung ist während des Tests abzuschalten. Jawohl, Herr Testleiter. Dann würde ich sagen, wir geben mal Traktion hier. Ja, dann startet die Messfahrt. Wie gesagt, wir müssen auch ordentlich beschleunigen. Alle Marker sind mit Geschwindigkeitsmesspunkten versehen. Wenn wir nicht mit 200 drüber fahren, gibt es Punktabzug.
Leider ein bisschen. So sind wir schon bei 120 mit der Kiste. Das sind schon ganz schöne Geschwindigkeiten für Rumänien. Jetzt sind wir bei 160. Und wie ihr gesehen habt, Spanien gegen Umschrank. Ich hoffe, man sagt dem Bauer Bescheid, wenn hier Testfahrten gemacht werden. So, 108, gleich 180 km/h. Lag mal fast schon an der Kurve die 200 km/h. Wenigstens auf der Gerade müssen wir 200 km/h drauf haben. So, jetzt sind wir bei 200 km/h. Und schießen einfach über unbeschränkte Bahnwege drüber, das ist der Hammer, oder? Das machen wir jetzt 3 Runden lang. Da machen die dann sämtliche Tests im Wagen. Schauen, was uns da so erwartet. Machen wir mal die schöne Außenansicht, die 4. Ah, da kommt eine Brücke. Ich glaube, auf den Rundkurs könnte man, glaube ich, auch noch schneller fahren. Sieht in so einem Wagen so aus. Ganz schön laut. Ganz schön ruckelig. Den Testring VR gibt es übrigens auch als Demo an sich, glaube ich, kostenlos zu holen. Bei Race Studio Romania. Ui, ups, aber Entschuldigung. Ab jetzt 3 Runden, jawohl. Ich schwöre, für eine Runde brauchst du, glaube ich, 4 Minuten. Ich werde jetzt mal zeigen, wie das aussieht. So einen schönen unbeschränkten Bahnübergang, wartet mal. Ich flitz mal nach vorne für euch. Dann gehen wir mal in so einen unbeschränkten Wartebegang und dann seht ihr mal, wie das aussieht, wenn der Bauer mit seinem Traktor hier wartet. Ja, mal, ob da wohl ein Zug kommt. Ich glaube nicht. Oh, da kommt ja doch ein Zug.
Aziende la Tren, ja, so sieht's aus. Ich glaube, man müsste die schon verständigen. Also ich glaube, man hätte ja keinen Bock mit 200 km/h mit dem Traktor zu kollidieren. Ja, mal schauen, was wir dann nach den 3 Runden machen sollen. Bin gespannt. Der Testring ist ja so, dass das rumänische Wildbock-Wildenrad. Aber da ist eine Weiche, wie gesagt, Wildenrad ist das Witzige. Also glaube ich sogar einen geschlossenen Testring, wo du nicht mal eine Weichenverbindung nach außen hast, sondern da ist so eine Klappbrücke, so eine Schiene, die ausfährt. Oder die so drüber geschoben wird, damit du da keine Kreuzungsweiche oder sowas hast. Das ist schon krass. Da war ein Büschel auf einmal im Gleis. Schauen wir, was der Start hier. Gerade, Start Ziel, gerade, Start Ziel, Start Ziel. Weiß ich ungefähr, was machen wir. Wie gesagt, bin gespannt. Wenn wir jetzt was googeln. Wenn wir gerade mal da sind und sowieso gerade nur blöd im Kreis fahren, will ich mal was schauen. Den Testring gibt es da wirklich. Noch 2 Runden. Centro de Testari Ferroviaria Forre. Jetzt, da war sogar die Eurodual. Ich sehe gerade hier Bilder, da ist sogar die Eurodual dort. Die Eurodual ist sogar da. Cool. Sehr schön. Okay, cool. Der Testring VW, großer Ring, 13,7 Kilometer Länge für bis zu 200 km/h. Kleiner Ring mit Minimalaus von 180 Meter, 2,2 Kilometer Länge für 60 km/h.
2008 von der Gleisbaufirma Wiebe komplett erneuert. Respekt. Also der Ring ist von 1978. Der Eisenbahnfrühstände Fauré wurde auch 1978 gebaut und zwischen 2003 und 2008 einem umfangreichen Modernisierungsprogramm mit europäischen Mitteln unterzogen. Derzeit besteht die Möglichkeit, dynamische Prüfungen von Schienenfahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h durchzuführen. Musterversuche und Tests, die im Eisenbahnfrühstände Fauré durchgeführt werden können, erfüllen die Bedingungen, die in technischen Spezifikationen für die Interoperabilität und anderen für den Eisenbahnbereich spezifischen technischen Referenzdokumenten festgelegt sind, die für den Produktionszertifizierungsprozess und die Inbetriebnahme der Fahrzeuge obligatorisch sind und andere charakteristische Teilsysteme des Eisenbahnsystems. Finde ich cool. Und nochmal für die ganz Schlauen. Für die, die es wirklich wissen wollen, großer Ring, 13,7 Kilometer mit 6 Fußgängerbrücken und 4 Bahnübergängen, Höchstgeschwindigkeit 200 km/h, zwei Kurven mit einem Radius von 1800 Meter, einer Gleisschräge von 150 mm, Länge der Geraden 1000 Meter, 950 Meter, Elektrifizierung in Einphase, Wechselstrom 25 kW, 50 Hertz. So, jetzt haben wir genug von den technischen Daten. Aber ihr seht, ein relativ moderner Testring. Und es war sogar die Eurodual da. Da gibt es sogar ein Bild. Sehr witzig. So, letzte Runde, glaube ich. Oder? Da stehen sogar Leute am Bahnsteig. Genau, letzte Runde. Aber schon cool, dass da die Gleisbaufirma Wiebe komplett erneuert hat, wenn sie aber ordentliche Bahnschranken einbauen sollen. Aber krass, dass sogar die Eurodual auf den Test drüber war. Warum eigentlich immer nur von oben? Schaut euch das an, immer nur von oben. Nicht mal von der Seite. Ja doch, sitzt ein Posten da. Sagt dann, ey, Obacht! Sagt dann, Achtung, Zug! Wie wir schon das mal nicht da. Ey, Obacht! Genau. Bin mal gespannt, was der Testleiter sagt. Wie wackelt das dann bei wie vorher, oder? ...1800 mm Radius, die Kurven, also fast 2 Kilometer. Aber ich glaube, da kannst du fast mehr wie 200 fahren, oder? Eigentlich fahren wir, wenn man es so nimmt, insgesamt 5 Runden. Wir fahren eine Runde zum Beschleunigen, dann 3 Runden Vollgas und dann die letzte wollen wir dann, das heißt räumen wir aus, nicht wirklich, sondern ja, halten wir dann an.
Möchte halt drei Runden konsequent Vollgas 200 km/h zum Testen. Ah, oh, schon krass werden, da wird er mit 200 km/h an der lang düst. Ich glaube, da schauen sich die Bauern schon ein bisschen um. Oh. Das war die letzte Runde Geschichte. Und dann schauen wir mal, was der Testleiter sagt. Wir sind echt fix unterwegs, ey. War gut, dass wir nicht auf den Innenring fahren müssen. Ah, also noch, was da noch gestanden ist. Weiß nicht, ob man das sieht. Ja, das wird wahrscheinlich Kollisionsstrecke sein. Es gibt noch eine Kollisionsstrecke mit Buckel, sagt man, gibt es auch noch. Hier spricht der Testleiter noch 200 km/h halten, bis ich Bescheid sage. Bis ich Bescheid sage. Bescheid. Da hat man wieder am falschen Ende gespart. Also noch weiter 200. Ich sehe gar nicht, dass er bei der Edik, ich weiß ja, was bei der Scooterlok so schön mittig sitzt. Wackel, 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 wackel. Oh, kommt jetzt die Sonne raus. Zug ausrollen lassen und bei Speedtest start sie anhalten. Aber mach so den Zug mal langsam ausrollen. Los, mag er keine E-Bremse.
Na, AFP dürfen wir rausmachen. So. War gar nicht AFP. Das war AFP. So, 1,5 Kilometer haben wir es geschafft. Sehr schön. So, Testzug. Wir verlassen dann mal den Testring. Ja, spricht der Testleiter. Test erfolgreich, bitte den Zug nach. Jetzt, ich will verhindern drücken. Ja, wunderbar. Machen wir doch mal Jutz da. Der andere mal mit seinem komischen verweigerten Signal. Naja, klar. So, 100 haben die also super überstanden. Auch gute Trinkstelle. Ja, ich glaube, hier in der Remise stand die Euro-Dual. So. Sehr schön. 100. Jetzt zum Beispiel können wir ja schon wieder. Ich hasse das. Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung,
Zwangsbremsung, Zwangsbremsung, Zwangsbremsung, Haben wir es langsam? Zwangsbremsung, 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 Zugbeeinflussung. Halleluja. So. Hörner, Speedtest, Start, Ziefern. Okay. Machen wir. Erstmal Strom wieder hoch. Gut. Aber warte mal. Ah, genau. Sehr schön. Eigentlich sind ja die Schubsignale, glaube ich, nur zur Zierde. Kann ich mir vorstellen. Müssen die halt umsetzen. Wir können aber leider halt nicht irgendwo hier ein Stumpfgleis umsetzen, weil es da keine Oberleitung gibt. Deswegen können wir leider nur auf den Testring umsetzen. Aber ist ja sowieso kein Betrieb jetzt. Eigentlich müsste da schön hinter das Verschubsignal umsetzen, was aber sowieso einen Scheißdreck zeigt. Sorry. So, ich glaube, der will gerade nicht, weil hier wir noch die Würfel aktiviert haben. Jetzt haben wir nämlich den hier aktiviert. Ah, jetzt ergibt es auch Sinn. Wir hatten einfach beide Führerstände aktiviert und das geht natürlich nicht. Dann kriegt die einen Master-Slave-Konflikt, so heißt das nämlich. Das ist nämlich überhaupt kein Problem, dass wir da fahren. So. Hat denn jetzt noch verweigert gehen, das ist genauso egal wie vorher auch. Ich glaube, für die Kollegen, die 102 fahren in Deutschland, ist der Fahrregler ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. So, ja, schön, dass wenigstens alles okay ist mit dem Wagen.
So, wir setzen noch um und dann, glaube ich, müssen noch die Wagen zurückführen. Glaube ich. Ah, mit den Verschubsignalen, das stinkt mich schon ein bisschen an. Hat der Test leider nichts gepfiffen. Wir nehmen die Wagen gar nicht mit. Ich glaube, die Wagen. Ich glaube, die Wagen, die gehen nämlich nicht mit zurück, weil die noch hier getestet werden müssen, falls es Schäden am Laufwerk gibt und all sowas. Waren also nur allein. Nur mit der Lokomotive. Das gibt auch Sinn. Und schauen sich die Wagen ganz genau an. Irgendwo kriegst du hier frei. Wir noch genau den gleichen Weg zurück, wie wir gekommen sind. Alles verweigert, wir fahren trotzdem. Und sicher, das müssen wir einfach mit 30. Fahr mit niedriger Geschwindigkeit, kleiner wie 30. So, sind wir jetzt am Hals eigentlich vorbeigefahren. Und jetzt geht es eigentlich nur noch die Lok abstellen. Die abstellen. Da. Ah, da, okay. Entspannt. Entspanntes Abstellen. Ich fand, das war eine coole Mission. Ein cooler Test.
gesagt, die Wagen sind jetzt da geblieben zur Kontrolle, Laufwerkskontrolle. Durch den Testleiter und durch andere Personen. Ich dachte irgendwie durch die höhere Geschwindigkeit zu starke Abnutzung oder sowas herrscht. Deswegen aber unsere Lok, denke ich, brauchen sie im Vorrädern für den Güterzug Richtung wie heißt es denn? Vielleicht wieder zum Hafen. Wer weiß, Getreidezug. Da stecke ich dich drin. Auf jeden Fall wurde gesagt, Wagen stehen lassen. Sie fahren, Sie fahren. Wagen stehen lassen und so fahren. Okay, cool. Sie fahren, Sie fahren. Toll. Hoppsala, genau, zu stark gebremst. Ah, hier kriegst du wenigstens Signal. Wie es ja sagt, wenn du geradeaus fährst, keine Oberleitung hast. Oder hast du eine Oberleitung? Auf jeden Fall ein Stückchen. Verschubsung reizt definitiv. Weiter müssen wir gar nicht. Könnte sogar noch bis komplett hinten. Oberleitung. Gute Arbeit und schönen Feierabend. Gut. In dem Sinne würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Betreuung per 8, Adam 9 sagt ciao. Gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.